Guten Morgen, wir haben heute den 2.11. und es ist 6 Uhr morgens und draußen wartet Uwe auf mich. Ihr fragt euch sicherlich, was haben wir vor? Das ist ganz interessant. Da ist er. Gut gelaunt wie immer. Ihr das gesehen? Ich muss wieder auf den Beifahrersitz. Man sieht mich gar nicht hier. Guten Morgen, alte Hupe. Alles gut? Ja, alles gut. Wollen wir dein Auto holen? Ja, wir sehen uns gar nicht. Wir kommen nachher nochmal wieder. Wir wollen mein Auto holen. Ich fühle mich jetzt auch gar nicht, weil es ist eh nichts. Nee, ist dunkel. Bis aber wenn ist das so ein Intro, ich nicht. So, dann wollen wir dir mal ein bisschen den Tesla-Navigation erklären. Ich habe da so meine Strategie, wie ich Tesla fahre. Ich fahre jetzt ja 2 Jahre Tesla. Und die ist wahrscheinlich komplett anders als das, was das Tesla-Navigationssystem dir vorgibt. Aber die Community, die weiß noch gar nicht, warum du mir das nicht erzählst. Denn wir haben uns einen Tesla gekauft. Ein Model S in Holland. Warum haben wir den gekauft? Also den habe ich mir gekauft. Den hat Uwe für mich gefunden und ich bin der Meinung, wenn wir Tesla Bodyshop Partner werden, dann brauchen wir ein Tesla als Ersatzfahrzeug. Weil es kein Tesla-Fahrer ertragen kann, wenn er sein Auto abgibt, was schon schlimm ist, ohne Tesla da wieder wegzufahren. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt privat einen gekauft, den ich dann meiner Kundschaft später zur Verfügung stelle. Wir haben ja noch einen Renault Zoe, den hat deine Frau ja auch schon gehabt. Und der ist auch cool, aber ich wollte gerne auch einen Tesla am Bestand haben und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg nach Hamburg. Und ich selber habe ja noch keinen Tesla und deswegen erklärt Uwe mir gerade das Navigationssystem. Und das finde ich mega interessant und da wollten wir euch jetzt mal kurz dran teilhaben lassen. Genau. Und zwar ist es so, wenn wir die Strecke eingeben, die wir heute eingegeben haben, also wir fahren nach Hamburg, nach Holland zu unserem Lieblingshändler Snellers. Dort haben wir ein Schnäppchen aufgetan für den Michael, dann hat mir das Tesla-Navigationssystem gesagt, fahr erstmal von Lübeck nach Bremen, dann lädst du da 1,5 Stunden oder 1 Stunde 20 Minuten und dann fährst du nach Elmsbüren und lädst da nochmal 20 Minuten und dann kommst du bei Snellers an mit 15%. Ja, aber wie komme ich denn bei Snellers wieder weg? Also das Navigationssystem, das kann man so als grobe Planung immer gerne benutzen, aber wenn man das genauer haben will, dann geht man auf Urbana Route Planner und da wird dann auch so die Navigation berechnet, dass man so schnell wie möglich, das kann man auch einstellen, wie schnell man fahren möchte, von A nach B kommt. Und zwar mit schnellen Ladestops. Ein Tesla lädt unten rum zwischen 0 und 60% am schnellsten. Und also gerade in S85, die S75, die neueren, laden ab 10% schnell. Und in dem Bereich sollte man tunlichst versuchen zu laden, um dann schnell von einem zum anderen zu kommen. Und meine Strategie ist, und damit bin ich bisher am besten gefahren, man lädt immer so viel, dass man schnellstmöglich wieder zum nächsten Charger kommt, um dort wieder ganz schnell zu laden, 15 Minuten, 20 Minuten, um weiterzukommen zum nächsten Charger. Das muss man natürlich lernen und versuchen zu verstehen, dass man eben nicht 1,5 Stunden oder 1 Stunde irgendwo lädt. Natürlich, wenn man eine Mittagspause macht, dann mache ich das auch. Dann plane ich aber meine Reise immer so, dass ich da stoppe, wo ein Charger ist. Das heißt, du hast gerade gesagt, du möchtest gerne einen Kaffee trinken, halt mal an der nächsten Tankstelle an. Da habe ich gesagt, nee, eben gar nicht. Wir halten da an, wo ein Charger ist, wo ein Supercharger ist. Und das ist jetzt nicht mehr weit, sondern ein paar Minuten. Und da habe ich dann versucht zu erklären, dass man dann seine Reisen oder seine Entfernung, wie man plant, eben immer rund um die Supercharger plant, um schnell voranzukommen. So lernt man sie auch alle kennen und kann das dann einschätzen, wie man da hinkommt und was da überhaupt für Restaurants oder Kaffee oder Brötchen, was es da so gibt. Und in so im nordischen, im norddeutschen Bereich kenne ich eigentlich alle Charger und weiß auch, wo man da schnell oder gut was essen kann. Ja. Und ich glaube, da kommt auch oft diese, wenn man mit Leuten spricht, die Elektromobilität noch nicht so
an sich rangelassen haben, hört man ganz oft, ja, wie soll ich denn von hier nach München fahren? Dann muss ich ja 1,5 Stunden laden. Genau das ist, glaube ich, der Punkt, den viele denken oder auch viele so praktizieren. Und da kommt dann manchmal so ein bisschen Unzufriedenheit, glaube ich, auf. Das wollte ich aber mit den E-Cannonball-Rennen ja im Grunde auch zeigen, dass es verschiedene Strategien gibt, ja, wie man ans Ziel ankommt. Und ich glaube, es ist einfach nur eine neue Ära, ein neues Umdenken. Und der Mensch mag ja nicht so gerne neue Dinge. Es gibt da immer wieder aufgeschlossene Leute für und nicht so. Aber ich glaube, diese E-Mobilität ist einfach manchmal nur ein Umdenken. Im Bereich, ich fahre jetzt nicht an die Zapfsäule und tank innerhalb von 5 Minuten alles voll und fahre dann weiter. Ich glaube schon, dass es Strategien gibt, die jetzt du gerade auch eben erzählt hast, dass man da ganz normal mit reisen kann. Man muss einfach nur umdenken. Ja, das ist, da kommt man mit der Zeit hin. Zu Anfang, das ist absolut verständlich und ganz normal. Zu Anfang hast du Reichweitenangst. Ja. Das ist einfach so. Wenn ich jetzt so gucke, mit was kommen wir an? 12%. Uiuiui. Ja, da lache ich drüber. Das ist viel zu viel. Wenn ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe, um das noch zu verbrennen, damit wir schneller laden und schneller vorankommen. Deswegen mache ich das immer so, wenn ich sehe, ich komme zum Charger mit 12%, dann fahre ich den so, dass ich ihn auf 10 fahre. Weil ab 10% habe ich in meinem 75D eine Ladeleistung von 98 Kilowatt. Und drunter ist es gedrosselt. Okay. Deswegen hat es keinen Sinn, bei meinem Modell drunter zu fahren. Bei deinem Modell, beim S85, ist es ganz anders. Den kannst du runterfahren auf 3%, der lädt sofort mit 118 kW. Und das, die älteren, die S85, haben da viele Vorteile. Die kannst du wirklich schnell laden und schnell weiterfahren. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was du zu dem Akku sagen wirst. Ja. Der hat runter, glaube ich, 168.000 oder... Ja, ich glaube 168 und ist Baujahr 12 2013, ist grau, passt also gut zu unserer Firmenfarbe. Wir haben ja schwarz, grau, weiß, rot und wenn ich nicht bald einen Kaffee kriege, kriege ich die Krise. Aber gleich sind wir da. Wir melden uns dann später wieder zurück, wenn wir am Charger sind. So, Uwe und ich haben jetzt was gegessen. Getrunken, beziehungsweise eher Red Bull. Und wir sollten jetzt schon wieder 60% geladen haben irgendwie. Und Uwe nutzt noch mal die Zeit, sein Auto zu putzen. Auto sauber machen? Bisschen, ne? Aber ich habe ihn nicht dreckig gemacht. Nein, selbstverständlich nicht. Du machst alles sauber. Das ist dein Beruf. Lackieren, aufbereiten, sauber machen. Mit viel Liebe. Und jetzt schalte ich auch mal ein. Wie lange haben wir, wie viel Prozent haben wir geladen? 81. Oh! Ja. Ich sagte gerade was um 65, aber ja, 81. Ja, wir melden uns dann später, wenn wir wieder... Ja, 71 aber also geladen. Wir sind mit 10 angekommen. Okay. Wir melden uns, wenn wir da sind. Bei meinem neuen Auto. Angekommen. Uwe fährt noch mit Z-Kennzeichen. Hier soll nun mein Auto stehen. Hier kommen schon zwei mit Kameras. Da kommt der Michael. Guten Morgen. Michael Scharmer, guten Tag. Dein schönes Auto. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Wollen wir mal gucken, wo ist er? Wollen wir mal gucken? Am Laden? Beim X, nee, der ist voll geladen. Gestern schon, natürlich. Das sieht ja toll aus hier. Ja. Tolle Räumlichkeit. Ja, das kann ein schöner Tesla-Laden werden, ne? Ja. Ich hätte mal die Schlüssel da. Gerne. Da steht er. Uwe, der hat ein Schiebedach. Wollen wir nicht noch schnell die Felgen austauschen von deinem Model X auf meinen? Ja, ist schöner. Ja, die habe ich ja in schwarz. Ja. Im Sommer aber. Ja, der ist verkauft. Hast du den verkauft? Ja. Jetzt hast du gar keinen mehr. Nee. Oh, ja, eine Sache, die ist gut. Hier steht mein Auto. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, das muss ich ja gestehen. Ein Plus. Super. Ich werde eben die Schlüssel holen. Kannst du eben. Ich glaube, das ist schön. Das sieht klein aus. Das sieht gut aus. Ja. Hallo, guckst du auch mal, was du machst?
Du guckst das Auto an und hält die Kamera auf dem Boden, ey. Der sieht richtig gut aus. Das Helle von innen gefällt mir gut. Ich lache, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Das Auto sieht ja richtig geil aus. Ich habe den bis jetzt nur auf ganz schlechten Bildern gesehen und ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Steinschlag. Das kommt daher, weil das Auto hatte mal einen kleinen Schaden in der Front und das wurde repariert und das ist auch geklippt. Wir haben die Fotos gesehen von der Reparatur, welche Teile verwendet wurden, das konnten wir alles einsehen. Und da Michael, der nun Profi ist im Karosseriebetrieb, hat er gesagt, das ist gar nichts gewesen. Genau, Spaltmaße müssen wir gleich nochmal überprüfen, die müssen wir dann nochmal nacharbeiten, das sehen wir gleich. Aber sonst sieht das alles sehr gut repariert aus, auf den ersten Blick. Ja, klar. Du hast bezahlt 31.000 netto. 32.500 netto. 32.500 netto plus 21% BTW. Und da kann man echt nicht meckern. Das ist ein Wagen mit Packpaket, die immer sauber gemacht und schön aufbereitet von der Firma Sneller. Und also ich glaube, hier kann man gut Autos kaufen. Ja, schauen wir uns das doch mal genau. Ja, das mit der hellen Innenausstattung gefällt mir gut. Ja? So, mein neues Auto wird rausgefahren. Boah, ich bin ein bisschen begeistert. Jetzt sehen wir mal bei Tageslicht. Was glaubt ihr, wie ich mich auf die Rückfahrt freue? Uwe macht jetzt den Check. Und hat dann ein Upgrade, um hier während der Fahrt schneller das Kartenmaterial aufzubauen und besseren Empfang zu haben. Das ist eine super Sache. Michael, dein neues Auto, bist du begeistert? Ich bin gerade sehr begeistert. Ja. Vor allem bin ich total froh, dass Uwe sich den anguckt, weil ich habe doch noch nicht so viel Ahnung. Ich kann mir den Lack angucken, den Unfallschaden vorne, der da gemacht worden ist, aber all die Technik, da ist dann echt wirklich der Uwe der Spezialist und deswegen bin ich da total entspannt. Ich bin auch ganz entspannt. Ich meine, ja, also ich bin schon ein bisschen stolz und freue mich, dass die Tesla-Fahrer, die in Zukunft zu uns zur Reparatur kommen, ein Fahrzeug von uns in gleicher Güteklasse mitbekommen. Und er sieht wirklich richtig gut aus. Das ist ja das, was die Leute wollen, aber die wollen ja alle bis 50. Oh. So wie wir das machen. Ja. Bis 50. Ja. Am besten bis 40. Ja. Brauche ich nicht. Das aber war jetzt symbolisch gemeint. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir fahren doch jetzt. Okay. Wir fahren mal eine kleine Runde. Danke. Wir fahren doch jetzt mal eine Runde, dann muss ich dir doch offiziell den Schlüssel übergeben. Okay, wir fahren zu zweit, das müssen wir dann ein bisschen koordinieren, dass es nicht so albern wird. Das stimmt. Ja. So, Probefahrt in Michaels neuem, in Anführungsstrichen, noch haben wir nicht gekauft, neuen Tesla. Die Kamera nehmen wir am besten da runter, weil die wird gleich runterfallen, weil ich gleich den Beschleunigungstest mache. Oho! Wählhebel auf R, ab in Verkehr. Oh ne, wir wollen vorwärts fahren. Also, Reifendruck zu niedrig zeigt er jetzt gerade an, da werden wir dann mal die Sensoren neu anlernen müssen. Aber jetzt fahren wir erstmal eine Runde. Michael, die ersten Meter in deinem eigenen Tesla, wie? Auf dem Beifahrersitz vor allen Dingen, ist ein bisschen lustig, aber... Ja, mach, du fährst gleich. Ich bin gespannt, aber ich bin bis jetzt sehr positiv beeindruckt. Aber jetzt müssen wir hören, weil du hörst in den ersten Metern, ob der Motor hinten Bugs hat oder nicht. Das wollen wir hören. Nein, hat er nicht. Gut, der Motor ist in Ordnung. Was hätte er gemacht, wenn er nicht in Ordnung gewesen wäre? Dann fängt er leicht an zu summen. Dann hast du das Gefühl, als wenn irgendwelche Bürsten an irgend so ein Metallding, was sich dreht, schleifen. Ah, okay. Ist nicht schlimm, kann man ewig mitfahren. Wir haben gerade einen vermittelt, da war der Motor platt. Und die hat aber schon einen Termin gehabt für den neuen. Ist überhaupt gar kein Problem. Du kriegst okay. 8 Jahre lang einen neuen Motor. Und was zeigt immer er, besser. Was zeigt er da jetzt ein Ausrufezeichen an? Das sind Reifendruckkontrollsystem. Reifendruck zu niedrig, Reifendruck prüfen,
Da werden wir gleich mal ein Reset machen, weil das ist gerade erst angegangen. Da können wir hier, sehen wir dann auch die Warnung im Display. Und du hast noch das alte V9, das gibt es mittlerweile, das alte V8, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Im Moment ist es so, dass du die Reifendrucksensoren, so wie ich es jetzt gerade im V9 gesehen habe, in der Softwareversion 9 nicht mehr zurücksetzen kannst, sondern erst alleine macht. Das liegt aber auch daran, weil die neuen Sensoren kontinental sind und seit Fahrgestellnummer 50.000 nicht mehr von Baulong, wie sie früher waren, sondern von Continental und sich selber anlernen. Die alten konnten das auch nicht anzeigen. Wir können hier wahrscheinlich im Display den Luftdruck gar nicht sehen. Beim neuen kannst du das anzeigen lassen. Aber jetzt machen wir Probefahrt. Yo. Was hat denn eigentlich das Akkuausmessen ergeben? Das Akkuausmessen hat ergeben, dass du einen extrem gesunden Akku hast. Du hast nur 650 Kilowattstunden am Supercharger geladen und den Rest von über 23.000 Kilowattstunden an einer Wallbox oder an einer Steckdose zu Hause. Das ist der bisher beste Wert, den ich je gesehen habe. Oh, wow. Weil die meisten fahren dann doch Langstrecke. Das Auto hat ja schon 169.304 gelaufen. Hm. Und tanken oder laden viel am Supercharger, der hier gar nicht. Ja. Also der scheint anscheinend immer nur so in so einem Umkreis gefahren zu sein, wo er eben nicht an Superchargern vorbeifährt, sondern vielleicht nur ein oder zwei, drei, vier Ausfahrten mal gemacht hat und da am Supercharger geladen hat. Der Akku ist sehr gesund. Du hast eine Balancierung von 0,005 Volt von der besten zur schlechten Batteriezelle, zur schlechtesten. Das ist auch ein guter Wert. Den kann man noch ein bisschen verbessern, indem man den Wagen oder den Akku kalibriert. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich bin eben falsch gefahren, egal. Und was schön ist gerade, um das Auto zu bringen, also Akku ist gesund, mach dir keine Sorgen. Du hast 367 Kilometer Typical Range. Das ist das, was das Auto schafft. Als er neu war, hatte er 404. Und wenn man das mal rechnet, sind es 33 plus 4, 37 von 404 irgendwas um 8 oder so Prozent Degradation. Das müsste ich jetzt ausrechnen am Taschenrechner, in Prozentrechnung war ich noch nie so gut. Aber Akku ist definitiv gut, er ist trotzdem 5 Jahre alt und Akkudegradation ist ja nicht nur davon abhängig, wie viel du Kilometer fährst, sondern auch wie alt der Akku ist. Beides sind Werte oder Begebenheiten, die auf den Akku und auf die Kapazität einwirken. Also wenn ihr einen Tesla kaufen wollt mit 400.000 Kilometer, der 2 Jahre alt ist, dann muss das nicht unbedingt viel Kapazitätsverlust haben, je nachdem, wie der Akku behandelt wurde. Aber das kann ich halt auslesen. Und hier ist der Akku sehr schon behandelt worden. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir haben hier keine Klappergeräusche aus dem Fahrwerk. Gar nichts, der fährt ganz leise. Wir haben Sommerreifen drauf, vorne möchte ich sagen mit 80%, 85% Profil, hinten nur mit. Die Reifendrucksensoren sind auf jeden Fall angelernt und einer muss zu wenig Luftdruck haben, das müssen wir also ändern. Das machen wir gleich. Die hinteren Reifen haben so, was weiß ich, was habe ich gesagt, 65%. Muss man darauf achten. Solltest jetzt wahrscheinlich sowieso auf Winterreifen umstellen. Die habe ich dir abgekauft. Darüber reden wir ein anderes Mal. Ich muss euch dazu sagen, zu diesem Auto kommen Aero-Felgen und die musste ich unbedingt haben. Ich besorge dir bessere. Aber du kannst sie auch behalten, wenn du sie schön findest. Aber sie sind hässlich. Aber sie sind eben gut. Gut für unsere Cannonball. Vielleicht leihst du sie mir einfach nur. Das können wir ja auch machen. Und dann kaufst du sie wieder hier am Lenkrad. Könnt ihr das sehen? Warte. Das passiert, wenn man mit Jacke einsteigt, mit einem Reißverschluss. Ja. Das ist schade. Es ist schon so doll, dass ich sagen würde, das muss zum Sattler neu bezogen werden. Aber das musst du selber entscheiden. Meistens fährst man hier oben da unten gar nicht an. Ja. Aber es ist mir auch schon passiert und das ist schlimm. Da habe ich mich sehr drüber geärgert und habe das dann auch neu beziehen lassen. Haben wir denn unserer Community eigentlich schon erzählt, was für ein Auto wir gekauft haben? Ein Tesla. Ja, das ist klar. Aber ein S. Genau, S85. Gut, dass wir hier auf der deutschen Autobahn sind, wie ich immer so schön sage. Wir haben hier leichte Windgeräusche.
leichtes Brummen. Hast du es mitgekriegt? Nee. Guck mal, das habe ich gar nicht gehört. Ich war jetzt wieder so von dem Drehmoment fasziniert, dass ich das gar nicht gehört habe. Ja. Ja, so ein Brummen ist ja nicht immer nur so, dass ein Motor kaputt geht, sondern es kann auch mal sein, dass ein Radlager kaputt geht. Mhm. Ganz klassisch. Klar. Allerdings musste ich jetzt mal prüfen beim Fahren, halt deine Kamera mal fest. So nicht zu hören, ne? Nein. Kennst du das ja auch mit Radlager? Ja. Test. Fahren jetzt 110, alles gut, so ist er ruhig. Doch schön leise, ne? Hier ist ein ganz leichtes Windgeräusch, das ist eine alte Tesla-Krankheit. Es ist manchmal lauter, manchmal weniger. Das müssen wir nur mal beobachten. Es kann sein, dass wir nochmal das Schiebedach justieren müssen. Es reicht oft schon, wenn man einfach mal die. Verlieren wir hier Luft? Muss ja einen Grund haben, dass die Reifendruckanzeige anzeigt. Mhm. Beschleunigt. Aber wir haben hier ein Luftdruckproblem. Entweder verliert einer der Räder leicht Luft, er zeigt es auf jeden Fall an. Ich habe die Sensoren ja kalibriert. Mal gucken, ob wir das gleich sehen. Und oftmals ist es auch so, dass die Tesla mit zu wenig Luftdruck übergeben werden. Die brauchen 3,1 Bar. Okay. Und wenn so ein Reifenhändler an so einen Tesla rangeht, dann bringt er den Reifen mit 2 Bar und du baust ihn drauf und wunderst dich, dass der so schwammig ist. 3,1 Bar. 3,1 Bar, ja. Dabei haben wir hier nur wie viel PS? 367 PS. Reicht doch, ne? Reicht vollkommen. S85, du weißt, ich bin, oder ihr wisst das auch, ich bin großer S85-Fan. Das sind in Anführungsstrichen günstige, im Moment die günstigsten Tesla, die es gibt. Und die reichen vollkommen aus und fahren sich einfach traumhaft. Also er versetzt nicht. Wir haben hier keinen Versatz im Antrieb. Das ist schon oft vorgekommen. Dann sind hinten in der Achsaufhängung Buchsenlöcher gerissen. Das muss ich euch mal zeigen. Ich werde hier gleich mal ein Foto einblenden, wie das aussieht. So sieht es aus, wenn so eine Buchse abreißt und dann versetzt das Auto beim Gas geben. Das macht er nicht. Fährt schön, ne? Ja, das ist super. Sensationell. Total geil. Ja, das Schöne ist ja, mit einem Bodyshop weißt du ja auch, wo du was drehen musst, um hier die Windgeräusche zu vermindern. Das können die Mechaniker bei euch dann machen im Shop. Das ist so. Dafür. Und wenn nicht, dann haben wir Uwes Telefonnummer zum Tipp geben. Ja, ruf mich nicht an. Ruf mich nicht an. Ja, ich bin natürlich immer. Aber auch das Geschäft Sneller, das macht einen sehr kompetenten Eindruck, muss ich sagen. Ja, ne? Doch, auf jeden Fall. Das finde ich. Immer sofort zurückgerufen und zurückgemailt, geschrieben. Super. Alle Informationen offen dargelegt. Das stimmt. Also der einzige Mängel, den wir jetzt bis jetzt haben, ist im Grunde einmal da die Reifendruckkontrolle. Und vorne die Haube muss noch mal ein bisschen nachjustiert werden. Ja, da wirst du dich wundern. Also alle S85, die sehen so aus, als wenn die Haube vorne aufsteht. Viel kannst du da nicht machen. Ach so, ist das. Du musst die Innenverkleidung abbauen. Das kannst du nicht an der Haube einstellen. Okay. Musst du am Schloss selber einstellen. Ah. Aber das geht. Man kann was machen. Es gibt sogar ein Bulletin, wie es so schön heißt, eine Arbeitsanweisung von Tesla, wie man die Hauben alle einstellt. Und zwar werden die über the pond, sag ich mal. Die werden über so einen links runtergebogen. Okay. Mhm. Und dann passen sie besser. Ja. Aber wir kennen nur zwei, die das mal gemacht haben. Ist ein bisschen Arbeit und alle haben Angst, dass sie die Haube verbiegen. Mhm. Aber es ist machbar. Ich traue mir das auch nicht zu, weil ich immer zu ungeduldig bin, was sowas betrifft. Ja, also im Großen und Ganzen machen wir jetzt einmal die Reifendruckkontrolle und dann genau. Ist alles schön. Dann können wir uns bald schon wieder auf die Rücktour machen. Ja. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Ja, dann kannst du schön Tesla fahren. Also ich würde sagen, den kaufen wir. Das denke ich auch. Wir haben eine gute Reichweite, wir haben hier wirklich einen sensationellen Akku drin. Das habe ich auch echt schon anders gesehen. Und das beruhigt mich natürlich am allermeisten auch. Ja. Und dass wir keine Fahrgeräusche haben, alles schön. Ja. Gut, alles klar. Probefahrt zufrieden? Super. Ja, du fährst ja gleich eine Stunde. Eine, ja, oder vier. Wollen wir hoffen, dass wir in den Stau kommen. Vielen Dank. Genau, danke. Wollen wir mal erstmal das Ding klarziehen hier. Ja, machen wir. Tschüss. So, wo sind wir? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das erste Mal mit dem eigenen Tesla am Supercharger. Und jetzt werden wir den mal laden. Uwe! Ich bin begeistert, wie er fährt. Echt? Ja? Astrein.
So also soll sowas sein. Von kein Flattern, kein Vibrieren, bin kein extra, gar nichts. Bin ich extra runtergegangen mit der Kamera, weil hier so ein Wind ist. Ja, dann steck ihn mal ran, den Kollegen. Ja. Dein erster Supercharger. Das erste Mal. Genau, Knopf drücken, dann geht die Klappe auf, reinstecken. Das war's, jetzt lädt er. Ich bin begeistert, ich brauche jetzt einen Kaffee. Lass mal aber gucken. Ich bin wirklich mega happy. Hat super geklappt mit dem Snellers-Laden. Heißt das Snellers? Ja. Ja. Und ja, bin auch froh, dass du da mit warst. Und ich bin happy. Fährt sich super und ich freue mich jetzt auf die Rücktour. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin natürlich total begeistert. Das Auto fährt sich wirklich super. Es liegt super auf der Straße, es ist kein Flattern, kein Rotieren, einfach wirklich hervorragendes Fahren. Also zusammenfassend kann man wirklich sagen, man merkt nicht, dass dieses Auto 169.500 Kilometer runter hat. Der fährt sich wirklich, würde ich behaupten, wie ein Neuwagen. Man sitzt hervorragend, es vibriert nichts. Uwe hat hier irgendwo gemeint, dass hier, jetzt soll ich mal nochmal vorbeifahren. Dann mache ich das doch glatt nochmal. Und wahrscheinlich wird er jetzt mich nochmal überholen. Wo waren wir stehen geblieben? 169.500 Kilometer. Man merkt es nicht. Er hat hier irgendwo, meinte er, Luftgeräusche gehört zu haben. Da höre ich nichts. Man sieht es vielleicht hier dran. Typische Krankheit. Ah, er überholt uns. Warte mal. Wenn er dann mal irgendwann fertig ist. Uwe, moin. Ja, ich bin gerade. Wir sind immer on irgendwie, ne? Ja, genau, wir sind immer on. Boah, also wenn ich jetzt so ein bisschen zitter, dann ist das nicht nur die Aufregung, sondern auch die Kälte. Ja, wir haben hier bestimmt boah. 10 Grad, ne? Also ich hätte meine Jacke anziehen sollen. Uwe, wo sind wir hier? Bei deinem Haus und Hof? Herzlich willkommen hier in Prag bei meinem Haus und Hof Supercharger. Auch Sie dürfen laden. Das ist gar total nett. Ja, das ist Prag mit der Prager Mühle, wo man geil essen kann. Das ist wirklich einer der besten Supercharger. Du zitterst wirklich. Ja, echt? Ist mir die kalt gerade? Der Junge hat nichts gegenzusetzen. Ich kann dir nur eins empfehlen, 200 bis 300 Gramm Milchkas am Tag und du fühlst dich wunderbar. Abends eine Pizza, groß und dann läuft alles wieder. Ab und zu noch mal ein Bierchen, das ist ganz wichtig. Nach alter T&T-Tesla-Manier gibt es jetzt erstmal... Alkoholfrei aber natürlich, ne? Ein Bier. Alkoholfrei. Selbstverständlich. Okay. Also, wir wollten uns verabschieden. Wir sind super hierher gefahren. 300 Kilometer am Stück. Eigentlich immer linke Spur. Ne? Ja, ja. Hätte nicht gedacht, dass man so flott mit dir unterwegs ist. Ich war teilweise erstaunt. Aber das ist ein absolut super geiles Reisen. Also. Ja, selbst mein X75 hat das mitgemacht, weil der ist jetzt mit den Winterreifen, die ich habe, sparsamer. Aber das ist eine andere Geschichte, da mache ich nochmal ein Video. Ja, vielen Dank, schön, dass du mich gebucht hast und dass wir ein schönes Auto für dich gefunden haben. Alles klar. Und, wir gehen jetzt Kaffee trinken und genau, Bier trinken. Der Mann, der kippt uns um. Wir suchen nochmal schnell den Unterschied. 1, 2, Uwe. So, wir werden jetzt Michael einmal überraschen. Er denkt nämlich, dass sein Tesla erst am Freitag zugelassen wird. Ich habe hier aber schon die Kennzeichen und die werden wir jetzt mal an das Auto schrauben. So, Umzug nach hinten. So, Kennzeichen sind dran und dann wollen wir gleich mal sehen, was er dazu sagt. Ich weiß zwar nicht, wieso, weshalb, warum, aber nun war ich bei Yannick im Büro und er schreit, geh mal zum Auto, zu dem Tesla. Aber, boah, wie geil ist das denn? Das hat er mir jetzt nicht gesagt. Der Tesla ist schon zugelassen, das sollte erst Freitag geschehen.
Schaut mal. Ja, das ist doch mal eine richtige Überraschung. Da freue ich mich aber richtig doll drüber. Das heißt, ich kann heute mit dem Tesla nach Hause fahren. Dankeschön an alle Beteiligten, Zulassungsservice, Isabel, Yannick und alle, die daran beteiligt waren. Martin auch. Martin hat es mit angebaut. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ich bin tierisch aufgeregt. Heute darf ich Tesla fahren. Wahrscheinlich will ich dann so schnell nichts anderes mehr fahren. Ich freue mich.